So, ihr Lieben, es gibt wieder eine neue Folge Pastor at Home. Aber bevor ich euch noch ein bisschen gewinnbringende Dinge beibringen möchte, ein kleiner Hinweis, ich werde jetzt eine kleine Osterpause machen. Freitag ist ja Karfreitag und in der nächsten Woche werde ich viel unterwegs sein. Von daher, in den Osterferien wird es keine weitere Einheit Pastor at Home gehen. Wenn du meinst, nicht überleben zu können, kannst du dir alte Folgen angucken. Oder es gibt so viele gute Andachten. Ich werde erst wieder nach der Osterferienwoche, also ab dem 25. das glaube ich, weiter mit Pastor at Home machen. Also das vorweg, falls du die Sendung nicht bis zu Ende gucken möchtest, sage ich dir das lieber zum Anfang. Wir sind noch bei einer Regel, die 10. goldene Regel, wie man gewinnbringend leben kann. Und ich sagte das schon in der letzten Einheit vorgestern, Paulus sagt, statt dass du dich mit falschen Dingen abfüllen lässt und dich mit falschen Dingen füllst, lass dich mit dem Heiligen Geist abfüllen und vom Heiligen Geist abfüllen. Lass dich erfüllen. Und wie sieht das praktisch aus? Es geht jetzt nicht darum, dass du da sitzt und die Augen schließt und irgendwie etwas vor dich hin säuselst oder irgendein Wort ständig rezitierst und dann kommt so langsam ein Schauer von oben und es füllt dich aus. Bei mir klappt es auf jeden Fall so nicht. Nee, Paulus ist sehr praktisch. Dieser Satz, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, geht dann weiter. Indem ihr. Also er sagt ganz deutlich, wie das geht. Weißt du, im Deutschen kommt da oft so ein Punkt, lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen, Punkt. Und dann kommen weitere Sätze. Und das eine scheint mit dem anderen nichts zu tun zu haben. Aber im Griechischen ist das ein Satz. Paulus sagt, verschiedene Gründe, indem ihr oder Arten und Weisen, wie ihr euch mit dem Heiligen Geist füllen lassen könnt. Zum Beispiel, indem du dich ganz viel mit Gott beschäftigst, indem du viel Lobpreis machst, indem du wirklich in deinem Herzen Gottes Gegenwart immer wieder reflektierst. Warum ist das so wichtig? Warum erfüllt dich das dann? Ansonsten wirst du von anderen Dingen erfüllt. Wenn du dich viel mit Sorgen beschäftigst, wenn du dich viel mit Nöten beschäftigst, wenn du dich viel mit bösen Menschen beschäftigst oder, das erfüllt dich. Und lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem du dich einfach Gott viel zuwendest, dir Zeit nimmst, dir zu überlegen, wer Gott ist. Es gibt so ein Sprichwort, wende dich Gott entgegen und alles andere fällt hinter dich. Wörtlich heißt das, wende dich der Sonne entgegen und die Schatten fallen hinter dich. Also, wenn du anfängst, Gott in dein Leben viel mehr Raum zu geben, wird dich das erfüllen und das ist eine Art Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Zweite, was Paulus sagt, indem du alle Zeit für alles Gott Dank sagst, ganz praktisch, dass du ein dankbarer Mensch wirst. Das bewahrt dich davor, vor Unzufriedenheit, das bewahrt dich vor Neid, das bewahrt dich vor, immer mehr haben zu wollen. Dass du dankbar bist für das, was du hast. Also, lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem du ganz viel Danke sagst. Das Dritte, was Paulus sagt, indem ihr euch einander unterordnet. Das ist das Thema Demut. Dass es hier nicht immer um Kämpfe geht, wer steht ganz oben und guckt dann auf die anderen runter, sondern dass du einfach lernst, dich dem anderen unterzuordnen. Dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Ganz praktische Sachen. Und das hat alles damit zu tun, dass der Geist Gottes dich erfüllt. Dann wird den Frauen etwas gesagt, indem die Frauen sich den Männern unterordnet. Das habe ich Blödsinn gesagt. Ihren Männern. Also ihrem Mann genauer gesagt. Frauen sollen sich nicht den Männern unterordnen, pauschal, sondern ihrem Mann. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber steht da drin. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Also Paulus sagt ständig, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, indem du Gott ganz viel Raum gibst, indem du Gott Danke sagst, indem ihr euch einander unterordnet und indem ihr auch eure Position in eurer Ehe einnehmt. Und dann beginnt der nächste Imperativ, beginnt dann, ihr Männer, liebt eure Frauen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist eine Botschaft an uns Männer. Die Botschaft, dass Frauen sich ihrem Ehemann unterordnen sollen, ist nicht für uns geschrieben.
Also da steht nicht drin, ihr Männer achtet darauf, dass eure Frau sich euch unterordnet, sondern Paulus sagt das, hey, das hat etwas mit Erfülltsein im Heiligen Geist zu tun. Also da steckt so viel drin. Lies mal diesen ganzen Vers Epheser 5, diese ganze Passage, und es ist ein großer Satz. Lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem du Gott ganz viel Raum gibst, dich ganz viel mit Gott beschäftigst. Das erfüllt dich. Indem du Gott für alles Danke sagst, das bewahrt dich vor Unzufriedenheit. Und indem du den anderen höher achtest als sich selbst, auch in euren Ehen, einander unterzuordnen. Es geht nicht einfach darum, dass du sagst, hier, du musst dich mir unterordnen, sondern erstmal geh du den ersten Schritt, ordne dich dem anderen unter, achte den anderen höher als dich selbst. Und das sind alles ganz praktische Dinge, die dann Auswirkungen haben mit dem, was dich innerlich erfüllt. Dass der Heilige Geist immer mehr in Kontrolle kommt, dass du denkst, wie Gott denkt, dass du handelst, wie Gott handelt, dass du planst, was Gott plant. Das wird alles ganz praktische Auswirkungen haben. So, jetzt hast du eine ganze Menge Zeit. Ostern kommt ja jetzt, Thema für sich. Und dann kommen die Osterferien. Denk einfach mal drüber nach, über diese goldenen Regeln. Und wir werden dann am Montag, den 25. April, weitermachen. Und vielleicht nochmal eine Zusammenfassung. Oder aber ich habe schon ein neues Thema für die nächsten Wochen. Who knows? Ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest. Ich wünsche dir ganz viel Freude in dieser Zeit, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Jesus aber auch auferstanden ist und lebt. Und wir sehen uns dann, so Gott will, nach den Osterferien wieder.